Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem neuen Hörgenuss des Monats. Wir sind tatsächlich beim letzten Donnerstag im November angekommen und wo ist nur die Zeit hin? Das muss man sich wirklich fragen. Ja, der Hörgenuss beschäftigt sich ja einmal im Monat mit tollen Hörbuch-, Hörspiel-, Podcast-Tipps und allerhand anderen Dingen, was man irgendwie auf die Ohren bekommen kann. Ich packe euch die Kanäle der Stammcrew unten in die Infobox und auch die Playlist findet ihr immer unten. Und ja, bei mir gibt es heute kein Hörbuch, sondern mal wieder einen Podcast-Tipp. Und zwar Happy, Holy und Confident von Laura Marlina Seiler. Tatsächlich einen Podcast, dem ich ja ziemlich zu Beginn gefolgt bin und ich die Themen persönliche Weiterentwicklung, Achtsamkeit einfach spannend fand und da so im Finden war. Irgendwann habe ich dann den Podcast aber aus den Augen verloren und bin jetzt so knapp seit 3-4 Monaten wieder darüber gestolpert, habe einige spannende Folgen entdeckt und habe da wirklich jetzt relativ viel weggesuchtet. Übersetzt bedeutet ja der Podcast glücklich, heilig, gläubig, zuversichtlich. Und ich finde, dass das die Themen tatsächlich wunderbar beschreibt bzw. abdeckt, über die Laura Marlina Seiler spricht. Es gibt mittlerweile schon 4 Staffeln und ich glaube so knapp 385 Folgen. Ich bin weit davon entfernt, alle gehört zu haben, aber es sind wirklich viele spannende Themen. Gerade wenn man vielleicht mit dieser Reise zur Achtsamkeit beginnt, findet man hier wertvolle Gedanken, Impulse, darauf aufmerksam machen und ich finde wirklich viele Folgen super spannend und interessant. Es geht um persönliche Weiterentwicklung, um Bewusstsein, um auch so ein Business aufzubauen. Es geht um Spiritualität, um Achtsamkeit und Laura Marlina Seiler macht die Podcast-Folgen auch nicht immer alleine. Sie hat durchaus auch Interview mit Experten, gibt auch Coaching-Tipps eben aus ihrer eigenen Erfahrung und das finde ich tatsächlich auch was diesen Podcast so besonders macht, dass wir eben durchaus Experten zu Wort kommen lassen, beziehungsweise zu Wort gekommen lassen werden, wie auch immer, ihr wisst, wie ich das meine, und dass eben Laura Marlina Seiler in Themen, wo sie eben vielleicht auch selbst noch nicht der Experte ist, sich eben hier auch einfach Unterstützung holt. Zudem ist sie eben auch Coach und ja, vertritt auch die ein oder anderen oder gibt auch die ein oder anderen Coaching-Einheiten und ich weiß gar nicht, ob sie One-to-One-Coaches macht, aber ist da hat hier auch wirklich ein buntes Potpourri an Themen und immer mal wieder eben auch Kurse, an die, wo man sich anmelden könnte. Sie hat hier ganz besondere Folgen und aktuell hat mich sehr begeistert, zum Beispiel die Krafttier-Folge. Da wird es jetzt auch ein Kartenset geben mit einem Begleitbuch und ich bin da, wenn es da so ein bisschen um diese Krafttiere geht, die ja sehr oft aus dem schamanischen, indianischen kommen, bin ich immer sehr angetan und ich fühle da sehr viel dabei und ich möchte das gar nicht zu spirituell sozusagen eigentlich auch selbst an mich ranlassen, weil ich glaube, dass eben bei Manifestationen, bei Dingen eben auch einen Impuls geben oder den Impuls zulassen Dinge sind und ich fand diese Folge richtig, richtig toll, sehr überraschend und ich glaube auch, dass das Kartenset definitiv früher oder später bei mir einziehen wird. Es gibt aber auch ja Folgen mit Meditationen, mit Energieblockaden auflösen, Themen wie richtiges Verzeihen oder zum Beispiel eben auch so dieses Soundhealing. Auch hier hatte sie einen spannenden Interview-Gast bei sich, wo ich wirklich dachte, das ist super interessant, was man mit Klang und Melodien eben auch im Körper ja im Grunde auslösen kann. Es sind sehr bunte, spannende Themen, die mich zu großen Teilen sehr, sehr ansprechen. Ich finde zudem, dass Laura Marlina Seiler auch sehr sympathisch ist, authentisch wirkt, dass sie das auch toll irgendwie verpackt, so leicht irgendwie, ohne dass es zu schwer ist, ohne dass es zu abgedreht irgendwie ist, was ja doch manchmal bei diesen Themen einfach passieren kann. Ich finde, vieles ist nachvollziehbar, mitnehmbar, auch Dinge, worüber man eben auch einfach mal noch ein bisschen nachdenken kann, dass man einen Impuls mitnimmt. Es gibt auch so das ein oder andere, was ich mir dann in meinen Bullet Journal mitgenommen habe und es gibt ja auch, ich glaube, mittlerweile 2 oder 3 Bücher von Laura Marlina Seiler, die ich mir jetzt auch ein bisschen näher mal anschauen werde und ich finde es einfach super spannend, diese Themen nicht irgendwie auf so einer abgedrehten, höheren Sphäre zu empfangen oder mir anzuhören, sondern einfach so authentisch wie in einem Gespräch zwischen 2 Freunden und ich finde, dass das Laura Marlina Seiler einfach für mich schafft, denn sie hat eben Themen, die manchmal eben einfach wirklich durch die Spiritualität so negativ behaftet
sind oder negativ behaftet werden. Und das braucht es für meine Begrifflichkeit überhaupt nicht. Und sie macht das eben, sie packt das so eine Stufe weiter runter, kommt von der Wolke sozusagen, wo manche Leute diese Themen ja hinpacken und spricht dann einfach sehr offen darüber und einfach sehr, sehr echt. Und sie erzählt von ihren Erfahrungen, ihren Gedanken, ihren Anfängen, ihren Wegen. Und ich finde, da öffnet sie sich so. Und das finde ich richtig, richtig toll. Und ich höre ihr super gerne zu. Also bestimmt so seit August bin ich hier wieder am Podcast aufholen und hören und nehme da wirklich auch wichtige Dinge mit. Es gibt auch so eine gute Handvoll Folgen, die ich wohl schon 2-3 Mal gehört habe. Unter anderem auch die mit dem Krafttier, die ich jetzt auch schon 2 Mal in kurzer Zeit gehört habe. Und ich möchte einfach mal all denen, die vielleicht auf der Suche sind nach etwas mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit, da Impulse brauchen, einfach sich auch mal fragen, wo fange ich denn eigentlich an? Ich glaube, dass das hier wirklich der Podcast-Tipp ist für alle Anfänger, aber eben, wenn es ein bisschen in tiefere Themen geht, eben auch für Leute, die vielleicht schon gut dabei sind, so wie auch ich bei diesen Themen, aber trotzdem immer mal wieder einen neuen, anderen Impuls bekommen, eine andere Betrachtungsweise und dann eben auch mal zu Themen finden, wie zum Beispiel auch zum Panther Hai, hui, irgendwie so. Panther, Thai, ich habe es mir aufgeschrieben, wo ich sage, damit möchte ich mich mehr beschäftigen und dann eben auch mal auf neue Dinge stoßen. Also von mir wirklich ein Hörgenuss-Tipp von ganzem Herzen, eben wirklich mit wichtigen Themen unserer Zeit und für alle, die hier offen sind und einfach mal Lust drauf haben, ist das wirklich perfekt für den Einstieg, aber eben auch, wenn man einfach mal wieder andere neue Impulse irgendwie möchte. Und das war jetzt mein Hörgenuss des Monatstipp, denn im nächsten Monat wird es meinen Jahresrückblick zum Thema Hörbuch, Podcast und so weitergeben. Das ist ja schon ein bisschen Tradition, dass der Dezember auch den Jahresrückblicken gehört und wir hier den Hörgenuss dann eben auch für diese Statistik und Highlights und Flops dann eben nehmen werden. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, was hier dann zum Jahresrückblick zusammenkommt und ja, freue mich jetzt auf eure Hörbuch Podcast-Tipps, lasst mir die gerne in den Kommentaren da und schaut gerne auch natürlich bei der Stammcrew vorbei. Ich freue mich dann nämlich schon, wenn heute dann auch meine Abo-Liste mit lauter Hörgenüssen aufploppt und bin da sehr gespannt, was die anderen so ein bisschen gehört haben und als Hörgenuss da haben. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.